bitte kurze Zusammenfassung des 6:2 Erfolgs über Silkeborg, wo dreimal 45 Minuten gespielt wurden. Ja, zuerst, wir haben alle Spieler zu Einsatz gebracht und das ist, was wir erreichen wollten. Das waren sehr gute Spiele, intensive Spiele aus der athletischen Sicht. Unerfreulich ist, dass der Markus Wostri sich verletzt hat und da müssen wir natürlich schnell schauen, was passiert ist. Sonst glaube ich, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach die bessere Mannschaft waren, dass wir wieder unsere Prinzipien an den Platz gebracht haben, wo wir schwer ins Spiel gekommen sind, durch das Wetter, durch unterschiedliche Umstände, Müdigkeiten. Das hat eine Rolle gespielt, aber dann, ich glaube, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit wieder ins Roll gekommen ist, dass wir wirklich viele gute Szenen gesehen haben, viele schöne Tore erzielt. Und ja, dann in der dritten Teile dieses Spiels, dann glaube ich, dass wir das alles unter Kontrolle hatten, auch wirklich sehenswerte Tore erzielt. Also insgesamt eine gelungene Testspiel mit Hoch und Tiefe. Aber insgesamt, ich glaube, dass wir zufrieden sind.